Heute stellt im Redaktionsraum des Frankviertel TVs ein talentierter Frankviertler sein originelles Hobby vor. Üblicherweise benötigt man dafür einen Kleber, einen Stift, einen Permanentmarker, viel buntes Papier, aber auch Geduld und viel Zeit. Aber was könnte das sein? Wir haben den Bastler selbst befragt. Mein Name ist Aaron Pitschkeier. Ich wohne in Linz, Frankviertel. Ich bin 14 Jahre alt. Ich gehe in die Mian-Schule bzw. Leonardo da Vinci-Schule. Also mein Hobby ist 3D-Origami. Ich bin dazu gekommen, wo ich YouTube-Videos geschaut habe und habe mich einmal informiert, von wo das kommt. Und habe halt angefangen, einmal Origami zu machen. Aaron wird uns jetzt vor Ort zeigen, wie viel Arbeit in seinen Origamis steckt. Also es war eher einfach, aber die Geduld und die Zeit hat halt, das ist halt das Schwere dran. Man muss halt lang dran sitzen. Also das geht jetzt nicht in 5 Minuten, sondern man sitzt da schon Stunden oder vielleicht Monate. Zuerst schneide ich die Papierstückchen und dann falte ich sie und stecke ich sie zusammen und dann also picke ich die Schnauze und die Augen drauf. Origami ist die Kunst des Papierfaltens. Ursprünglich kommt diese Kunst aus China. Da früher Papier sehr teuer war, war Origami nur den sogenannten zeremoniellen Faltungen vorbehalten. Eins habe ich gemacht, das hat 1500 Stück von den einzelnen Origamis und da bin ich einen Monat lang dran gesessen. Ahnen Sie schon, was Aaron da gerade zusammenbaut? Spätestens jetzt wird klar, es ist ein kleiner Pinguin. Dieses Geduldsspiel ist nichts für jedermann. Aber was bezweckt Aaron mit diesem Hobby? Also mein Ziel ist, dass ich da zeigen kann, was das ist und wie man das macht und dass ich vielleicht ein bisschen Geld mit dem machen kann oder auch als Geschenke und halt auch als Hobby. Hier zeigen wir nochmal im Schnelldurchlauf, wie unser 3D-Origami-Pinguin entstanden ist. Und nicht nur für unseren Sender bastelt Aaron eine echte Origami-Figur, auch Sie haben die Möglichkeit, ein echtes Kunstwerk in Auftrag zu geben. Also wenn Sie Origami von mir haben wollen, dann können Sie bei der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse sich melden. Haben Sie auch ein interessantes Hobby? Wollen Sie es im Frankviertel TV zeigen? Dann melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie. Rufen Sie uns einfach an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder eine Nachricht auf Facebook.